Ja, guten Morgen, Herr Frankenstein. Gesichts-OP. Ist es möglich? 14 Uhr, na, das ist optimal. Da mache ich mich gleich mal auf die Socken, wie Leute mit Blasenschwäche. Boah, was ein Albtraum, oder? Die Chancen, dass du in den letzten 7 Tagen einem der verstörendsten plastischen Chirurgen auf ganz TikTok über den Weg gelaufen bist, ist gar nicht mal so schlecht. Und falls nicht, dann lass uns kurz ein Ave Maria oder sowas aussprechen. Das hier ist Dr. Kim. Schaut toll aus. Ey, jetzt mal ohne Spaß, was ist da passiert? Was ist mit den, was hat er gemacht mit den Leuten? Der Typ ist 51 und schon komplett normal aus. So, ich weiß nicht, wie ich mit 51 auch schon werde, aber ich denke, das ist ein guter Call. So, ich denke mir, es ist ja okay, es ist ja komplett in Ordnung, wenn du sagst, yo, ich möchte ein bisschen was aus mir machen, ich möchte ein bisschen jünger wirken, ich möchte meine Falten auffüllen lassen. Ich weiß, da gibt es die unterschiedlichsten Methoden, um das zu erreichen, aber es schaut aus, als hättest du einfach ein Gesicht abgezogen und ein neues drüber. Der Durchschnittskunde von Dr. Kim ist meistens so im Alter von 40 bis 60 Jahren, wo dann schon die Haut so ein bisschen die Elastizität verliert aufgrund von hier Schwerkraft, aufgrund von UV-Einstrahlung, also Sonnenlicht und so weiter. Und wer bin ich, dass ich dann sage, ey, macht sowas nicht. Macht sowas, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin jung, vielleicht komme ich auch mal auf die Idee und lasse ein bisschen was mit meiner Haut machen und so. Das ist komplett fein. Ich glaube, es liegt nur im Interesse der Kunden, dass man im Nachhinein dann noch so ein bisschen mutmaßen kann, in welchem Alter die Person liegt. Okay, wie haben sie die Frau weiß gemacht? Das ist, by the way, wirklich die gleiche Person. Also sie hat hier die gleichen Lippen, die gleichen Haare, die gleichen Muttermale und sowas. Das ist wirklich, also am Anfang habe ich geglaubt, das sind zwei unterschiedliche Personen. Das ist halt ein bisschen so auf Joke oder so. Meine größte Frage dabei, und das ist no joke ernst gemeint, wie bekommst du einen neuen Reisepass? Du gehst in die Gemeinde, die verhaften dich. Ich meine, um fair zu sein, viele Leute schreiben da in die Kommentare, die sich da ein bisschen besser auskennen, ey, die Haut ist gerade noch irritiert, yo, die Narben, die werden noch verheilen und sowas. Und das, weißt du, das ganze Gesicht ist so ein bisschen angeschwollen, das wird dann noch abschwillen und es wird dann alles smoother und sowas. Aber trotzdem, für mich sieht die Person jetzt im Gesicht aus wie Ende 20 und ich weiß ja nicht, wie gut das dann abgestimmt ist, wenn halt dein restlicher Körper dann noch 57 Jahre alt erscheint. Also, wenn die Person das so haben will, nochmal, ist komplett fein, kann sie so entscheiden. Ich habe hier aber noch ein extremeres Beispiel. Laut der Caption ist die Frau in dem Video, by the way, 69. Der Punkt ist ja nicht, sich über die Leute in den Videos lustig zu machen. Um Gottes Willen, ich hoffe, die sind zufrieden mit ihrer Operation. Ich kann mir einfach noch nicht vorstellen, ohne Spaß, dass der Arzt, der dafür verantwortlich ist, im besten Interesse vom Kunden handelt. Aber anscheinend schon. Ich meine, sonst würde er es ja nicht posten. So, das ist sein eigener Account und er ist damit ziemlich viral gegangen. Es geht jetzt ein bisschen darum, den Dr. Kim ein bisschen besser zu beleuchten. Zuerst habe ich ihn bei Pyrocynical gesehen, dann bei Mimulus und dann noch bei Turf. Also Shoutout an die drei. Und ich gehe davon aus, dass die Leute, die sich so einer OP unterziehen, sich erstmal darüber informieren, okay, was ist der, was macht er genau, schauen sich vielleicht die anderen TikToks an, sehen, aha, okay, das ist aus den anderen Leuten geworden und sowas, möchte ich das bei mir auch haben. Ich persönlich, ja, bevor ich sowas machen würde, ich sag's dir, da laufe ich im Februar jeden Donnerstag nackt durch die Stadt. Gute Neuigkeiten für alle Fans von Donnerstagen im Februar. Nein, aber jetzt mal ohne Spaß, da sind auch andere Ärzte darauf aufmerksam geworden, wie zum Beispiel Dr. Yuno auf TikTok, der das gesehen hat und ein Video gemacht hat mit sage und schreibe 24 Millionen Views und da ist mir was aufgefallen. Anscheinend hat Dr. Kim mitbekommen, dass sich die Leute im Internet so ein bisschen, ich sag jetzt mal, über ihn lustig machen, so ein bisschen vorsichtig sind, wenn sie seine Videos schauen. Die schreiben sowas wie, yo, Dr. Kim muss seine Lizenz verlieren. Dr. Kim sollte ins Gefängnis kommen. Oder den klassischen, was macht der Chirurg beruflich? Das hat ihn scheinbar dazu gebracht, dass er teilweise die Kommentare von den Videos ausblendet. Also bei den richtig heftigen, sage ich jetzt mal, bei denen, die richtig viral gegangen sind. Und andere Videos hat er komplett entfernt. Wie zum Beispiel das aus dem Thumbnail. Ja, das ist echt. Und nochmal, vergesst nicht, bitte nicht über die Personen lustig machen oder sowas. Ich glaube nicht, dass sie so ein Resultat erwartet haben. Schauen wir mal kurz rein ins Video. Oh, what a little grandma. She kind of reminds me a little bit of my grandma. Oh, what a sweet looking woman. What'd they do to grandma?
Der Bruder hat sie einfach neu spawnen lassen. Ach so, und außerdem brandneu gibt's jetzt bei Holy den Peacock's Punch mit Zitrone, Orange, Kokosnuss und Kok. Okay, nein, leider ohne Kok, aber es gibt auch zwei neue Holy Hydrations, und zwar Birne und Cranberry mit wichtigen Elektrolyten, Mineralstoffen und geilem Geschmack, damit du den maximalen Recovery-Effekt nach dem Sport genießt. Neben den Energies, die ich jeden Stream trinke, obwohl ich nicht dafür bezahlt werde, warum eigentlich nicht, gönne ich mir die Hydrations gerne nach dem Sport oder auf Chillumillo entspannten Johannes, gerne am Abend noch einen Eistee, und bei allen drei Varianten sind wir hier bei unter 21 Kalorien pro 500 Milliliter. Außerdem ist kein Zucker drin, weil du bist eh schon süß. Also scheiß mal auf den Dr. Kim, okay? Das, was wirklich jung hält, ist viel Wasser zu trinken. Mir ist egal, ob ihr das einfach so macht oder gemischt mit Sirup oder gemischt mit Milch. Lasst es ohne Scheiß nicht zu kurz kommen, okay? Ich trinke extrem gerne einen eiskalten Holy, weil er nicht nur Bombe schmeckt, sondern auch noch voll bepackt ist mit Vitaminen, Superfoods und Liebe. Du bekommst für jeden Scheiß, den du dir reinhaust, eine gesündere Alternative, und von mir bekommst, wie immer, einen gesunden Rabattcode. Bei der ersten Bestellung bekommst du 5 Euro Rabatt mit dem Code Kaiser. Der ballert vor allem bei den Probierboxen, da hast du auch schon die neuen Sorten teilweise drin. Oder Kaiser 10 für 10% auf den ganzen Johannes. Link ist in der Beschreibung, ich zähle auf euch. Okay, was ich bei der ganzen Sache rund um Dr. Kim so spannend finde, ist die Frage, ist das wirklich echt? Es gibt ja die verschiedensten Verschwörungstheorien, angefangen bei Puppen bis hin zu KI-generierten Videos, die gerade so ein bisschen zu heavy sind, als dass sie nicht diesen viralen Effekt hätten. Und die Wahrheit ist, meine Freunde, es echt. Ich weiß doch, es ist wahrscheinlich jetzt was anderes. Es ist echt zumindest das meiste in den Videos. Was einem nämlich auffällt, wenn man sich die Captions von den Videos durchliest, ist, dass bei fast jedem Video steht, dass es entweder die Schwester oder der Bruder von Dr. Kim ist, der hier operiert wurde. Und ganz ehrlich, irgendwo bezweifle ich das. Die Hashtags, die hier verwendet sind, wieder ganz normal. Das lässt sich übersetzen mit Hashtag Facelift Chirurgie und Hashtag Facelift. Aber ich verstehe das ganze Bruder- und Schwestern-Ding nicht. Das ist wirklich, also vielleicht hat er auch 70 Brüder und Schwestern. Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass es mehr so Vertrauen erwecken soll. Aber wenn ich jetzt zu Dr. Kim gehen würde, dann würde ich mir mehr anschauen als nur ein einziges TikTok. Generell solltest du gerade als Arzt so ein möglichst professionelles Auftreten haben und nicht direkt deine Kunden irgendwie anlügen oder sowas. Du stehst dann gestern hin, sagt er dir, I am a surgeon. Tatsächlich konnte man Dr. Kim auch kontaktieren über den WhatsApp-Link in seiner Bio, den er wieder entfernt hat, nachdem er wahrscheinlich zu bombardiert wurde mit irgendwelchen Memes. Aber Tuff oder wie auch immer hat das tatsächlich gemacht und Dr. Kim bzw. einen anderen Arzt, der in der gleichen Praxis arbeitet, angeschrieben mit einem Fake, mit einer Fake-Story, mit einer erfundenen Frau, mit einem Bild aus dem Internet und sowas, und hat gesagt, ey, meine Frau, die hätte gern so ein bisschen, ein bisschen Schnippschnapp. Und der Arzt konnte über ein Bild, was er über WhatsApp geschickt hat, konnte er sagen, yo, wir brauchen hier so ein Mini-Facelift. Er hat geschrieben, die Operation würde $5,100 kosten, sie werden auch vom Flughafen abgeholt und bekommen eine Unterkunft. Also das ist so ein bisschen wie wenn du dir in der Türkei so die Haare machen lässt. Ja, ist okay. Dr. Kims Praxis befindet sich in Shanghai, und ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass halt dahingehend diese $5,100 so richtiger Spottpreis sind im Vergleich zu dem, was wir hier haben. Ich dachte bei uns, keine Ahnung, so 20.000, 30.000 Euro. Aber ich muss dir sagen, das stimmt überhaupt nicht. Also natürlich kommt es auf die Methode an und auf den Arzt und wie renommiert er ist und wie viele TikToks der gepostet hat. Aber in der EU und auch in den USA findest du sehr, sehr viele Leute, die das für ab $3,200 oder sowas machen. Und ich weiß, okay, du steppst dann wahrscheinlich in die Praxis rein und vor dir steht Lilano. Würde ich das hier noch straffen und da, dass alles quasi eine Straffheit in sich trägt. Und wie gesagt, grundsätzlich gibt es auch mehrere Methoden, um die Haut im Gesicht zu straffen. Und ich habe mir jetzt erstmal eine rausgesucht, von der ich glaube, dass Dr. Kim sie auch anwendet. Das ist hier unser Patient. Okay, der hat hier ein paar Falten und sowas. Der hat hier ein bisschen hängende Haut an den Wangen. Okay, nicht akzeptabel. Also, erster Schritt, wir zeichnen entlang des Haaransatzes bzw. um das Ohr herum eine Linie, die wir dann im Anschluss auch aufschneiden. Man muss jetzt diesen Schnitt aufmachen und darunter befindet sich eine andere Schicht, eine Art Fettgewebe. Das ist die fibromuskuläre Schicht, okay? Genau weiß ich es auch nicht, aber urgrindig. Die zieht man dann zurück, tackert das ganze Ding fest, zieht dann auch die restliche Haut zurück, ein bisschen weiter als es ursprünglich war, schneidet dann den überschüssigen Part ab und tackert das dann auch wieder zu und wartet dann eben ab. Das dauert dann, ich weiß nicht, ein paar Wochen, bis das verheilt, und dann kann man die Klammern wieder rausnehmen. Ist so ein bisschen wie so ein Spiel von 1001spiele.de. Ich gehe davon aus, oder zumindest ist es halt mein Guess, dass Dr. Kim das auch bei der Stirn von den Leuten macht, dass man so ein bisschen die Stirn strafft. Ich glaube, normalerweise kriegst du Botox oder sowas da rein, damit die Falten quasi aufgefüllt werden, aber er strafft einfach so die Haut, und das, ja, das ist vielleicht ein bisschen günstiger oder effizienter, oder ich weiß nicht genau, warum er das halt so macht. Fragt's mich nicht. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Glaubt, das hätte auch keiner erwartet. Aber soll das jetzt heißen, dass die Vorher-Nachher-Shots ganz normal sind und dass das alles wieder abheilt und dann so aussieht, wie es eigentlich aussehen sollte?
Nein. In manchen Fällen, wie bei dem Extrembeispiel mit der älteren Frau, schneiden die ja wirklich ohne Gnade so viel Haut weg, wie überhaupt möglich ist. Und nochmal, ich glaube nicht, dass das im besten Interesse vom Patienten liegt. Bei dem Beispiel von Töpf, wo er das Bild auf WhatsApp geschickt hat von dieser erfundenen Frau, hat der Arzt geschrieben, yo, wir machen die so, ich glaube, 5 bis 8 Jahre jünger hat er ungefähr geschrieben. Und ich weiß nicht, ob den anderen Patienten genau das Gleiche gesagt wurde oder ob das quasi ein Patientenwunsch war. Aber irgendwo ist dann auch einfach die moralische Grenze erreicht, wo eigentlich jeder professionelle Arzt sagen würde, okay, bis hierhin und nicht weiter. Wenn wir das noch mehr strecken, wenn wir deine Haut noch mehr stretchen, dann siehst du immer mal aus wie Kaiser ohne Bart. Und abgesehen davon, was machen die eigentlich mit den Ohrläppchen von den Leuten? Ich will es einfach nur wissen. Gut gemeinter Tipp, bevor ihr zu irgendeinem Arzt geht, den ihr auf TikTok gefunden habt, checkt bitte seine Credentials ab. Okay, und wenn du dann auch noch $5,000 dafür zahlst, dann Gratulation. Also wirklich. Wisst ihr, was keine $5,000 kostet, meine Freunde? Holy, okay? Reminder nochmal, schaut gerne bei Holy vorbei, meine Freunde, und lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Falls euch das Video gefallen hat und ihr nicht zu Dr. Kim gehen wollt, lasst mir auch gerne ein Abo da für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal.